Moin moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Europa und Universalis 4 im Iron Man Mode und wir sind Malaysia und hier auf der Karte sehen wir gerade relativ gut, wie weit wir uns noch mittlerweile verbreitet haben. Außerdem sehen wir, es herrscht Krieg. Ihr erinnert euch sicherlich, Ayutthaya hat uns den Krieg erklärt, hat gedacht, sie könnten einen Moment der Schwäche ausnutzen und konnten sie bisher auch, aber wir sind in Vorbereitung, schon seit einer ganzen Weile. Unsere Armee hier ist unterwegs, Vishnus Getreue bringen unsere Truppen rüber. Und ich glaube, wir werden erstmal versuchen, hier die Armee zurückzuschlagen. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass wir uns hier noch um die Rebellen kümmern, die wir hier noch haben. Die 36.000 Mann, die werden nämlich auch eher schwierig. Nichtsdestotrotz machen wir erstmal weiter. Und davon abgesehen werde ich wahrscheinlich hauptsächlich weiterhin kolonisieren für den Anfang. Denn allzu viel erobern wollen wir gar nicht momentan. Da haben wir eigentlich gar nicht so viele Interessen dran. Oh, und da kommt Verstärkung für Ayutthaya. Okay, es wird doch ein bisschen schwieriger als gedacht. 8. April. Ne, da muss ich mich erst um die Rebellen kümmern. Dann lasse ich die im Zweifelsfall die eine Armee holen. Und im Menade wird Kaffee produziert. Und wir kriegen wieder mal unsere Unterstützung von den verschiedenen Ständen. Wir beginnen mit dem Klerus und der administrativen Macht. Die Kaufleute folgen sogleich. Mit diplomatischer Hilfe. Und auch die, oder gerade die Kshatriyas, die brauchen wir. Was machen wir? Ich glaube, wir rekrutieren. Ach, wir rekrutieren einen Konquistador. So. Und fordern natürlich militärische Hilfe an. Wir sind jetzt auch im nächsten Jahr. Jetzt haben wir den Malus nicht mehr. Das heißt, wir nehmen uns auch die Texte mit. Weitere Ideen und vor allem die Plantage. Und die Plantage. Der Handelsposten auch, werden wahrscheinlich auch relativ viel wert sein für uns. Das heißt, genau da werde ich jetzt auch mal gucken, ob wir was bauen können. Auch wenn wir natürlich erstmal etwas langsamer machen werden im aktuellen Zustand, weil wir ja gerade im Krieg sind. Aber ja, die Plantagen lohnen sich definitiv. Allerdings könnten wir davon nur sehr wenige bauen, deswegen machen wir erstmal langsam. Achso, und die Handelsposten, die können, glaube ich, nur Handelsrepubliken bauen, oder? Okay, da habe ich das durcheinander gebracht. Alles gut. Ich dachte, das wäre ein weiteres Gebäude. Ah. Und wir können hier neue Ansprüche fingieren. Auf Iza. Dann machen wir doch einfach weiter hier in der Reihe. Und eventuell wäre es sinnvoll, einen weiteren Diplomaten einfach mal hier rüber zu schicken. Einfach ein bisschen vor uns hin spionieren. Brauchen viel zu lang. Die müssen auf jeden Fall einen Zwischenstopp machen hier in Kuching. Sonst habe ich ein Problem. Wobei, hier machen die den Zwischenstopp. Und die Armee sollen sie gleich weiterbringen nach Siak, damit ich da die Stellung halten kann, selbst wenn sie die Festung erobern. Und im Zweifelsfall können wir immer noch die Flotte einfach dahin ziehen und in den Weg stellen. Von daher, es sollte kein allzu großes Problem sein, uns hier zu verteidigen. Vor allem, wenn die sich uns so bereitwillig entgegenwerfen. Mit der Flotte. Mit dem bisschen, was die an Flotte haben. Und da habe ich mich verklickt. Das war nicht der Plan. Die Armee sollte eigentlich weiter. Egal. Ihr geht an Bord. Ihr fahrt mal kurz darüber. Spielt ja keine Rolle, wie rum wir es machen. Und die Armee muss jetzt nämlich nach dem nächsten Tick, wo wir nochmal reparieren. Ming fördert die Renaissance, okay. Und diese Armee soll nämlich hier rüber. Diese Flotte mit Armee. Und wir können eine Fähigkeit kaufen, wieder mal. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Moment. Kriegspunktkosten gegen andere Religionen. Welche Religion hat Ayutthaya? Theravada. Das heißt, es bringt uns tatsächlich was. Wir brauchen weniger, um da was zu bekommen. Und vor allem sind die anderen ziemlich irrelevant. Höchstens die Söldnerdisziplin, aber wir kämpfen momentan nicht mit Söldnern. Dementsprechend religiöse Kriege. Wann kann der Absolutismus eigentlich kommen? Der globale Handel muss entdeckt sein. Okay, das dauert noch ein bisschen. Und wie lange braucht ihr, bis ihr da seid? 2. September 1570. Dauert noch ein bisschen, aber wir halten uns auf jeden Fall bereit. Und die Bachmanes wurden beim Spionieren entdeckt. Das geht doch nicht.
Hatani ist gefallen, das ist schlecht. Die machen leider auch Fortschritte, aber was ist mit denen? Die imerianischen Nationalisten. Bada, wo ist das denn? Ach, das ist auch hier. Okay. Weißt du was, wir bewegen uns mal ein bisschen. Holen ein paar Provinzen zurück. Solange wir nicht unmittelbar in Gefahr sind, können wir das ruhig machen. Gut, die rücken jetzt natürlich langsam über die Halbinsel vor. Und wir bleiben da stehen, weil... Ja, das wird schwierig. Egal, wie man es dreht und wendet. Es wird ein unangenehmer Kampf. Und die marschieren erstmal in die Richtung. So, ihr geht dahin und da... Das ist gut, da können wir sie gleich stellen. Ansturm der Kolonisten. Politischer und wirtschaftlicher Druck im Mutterland haben den Weg für eine plötzlich ansteigende Zahl von Menschen gebahnt, die in reichen, unbekannten Landen ihr Heil suchen wollen, sowie für Geschäftsleute auf der Suche nach Abenteuer und Reichtümern im Überseehandel. Dann nehmen wir natürlich die zusätzlichen Kolonisten sehr, sehr gerne. Erhöhtes Koloniewachstum ist immer schön. Und ihr greift an. Und ihr fahrt schon mal da runter. Wir verlieren das gerade ernsthaft. Das ist nicht gut. Überfälle durch den Dschungel, das Event kennen wir schon. Seitdem wir die Kavallerie eingeführt haben, werden die berittenen Krieger von Malaysia vor allem für ihre Fähigkeit gefürchtet, schnelle Angriffe weit auf gegnerischem Territorium auszuführen und dabei die Verteidigung zu überfallen und zu schwächen. Basierend auf dieser Taktik bereitete eine Gruppe Soldaten einen Plan für den anhaltenden Krieg vor. Dabei wollen sie sich von der Hauptarmee loslösen und den Angriff im Geheimen ausführen, bevor der Feind reagieren kann. Obwohl dies ein riskanter Plan ist, könnte er finanzielle Mittel für den Krieg bringen. Teuk Kmao für die nächsten 2 Jahre. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Wie wird das geschrieben? Ach, ohne H. Ich weiß nicht, warum ich da ein H eingebaut habe. Achso, wegen Kmao. Naja, das wird schwierig, da werden wir nicht unbedingt hinkommen. Das sage ich lieber, bringt mir jene, die diesen Plan geschmiedet haben. Und hier sage ich tatsächlich, was ist unser Limit momentan? Och, da haben wir noch gut was offen. In dem Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lieber mehr Infanterie, aber auf jeden Fall brauche ich da eine größere Verteidigungslinie. Kommt schon, hier würfeln wir jetzt mal gut. Schade, trotzdem verloren. Da müssen wir ein bisschen regenerieren, aber dann sollten wir das schaffen können. Und die können mal alle zusammen nach Siak marschieren. Aber das wird trotzdem eng. Was für einen General haben wir hier? Der ist zu schwach. Wir brauchen einen anderen General. Auch der reicht meiner Meinung nach nicht aus. Der ist besser. Und du wirst gefeuert, mein Freund. So, der Clou ist jetzt natürlich... Also ich muss die Handelsflotte hier hinstellen, sonst haben wir ein Problem. Und das habe ich nicht bedacht, dass ich einfach hätte blockieren können. Das war komplett unnötig, dass ich jetzt Söldner aushebe. Aber okay. Wir haben jetzt erstmal ein ordentliches Minus dadurch. Das sollte aber bei Gelegenheit wieder hochgehen. Es liegt auch vor allem daran, dass wir hier gerade Verluste machen. Und das nicht zu knapp. Dann mache ich hier erstmal wieder Rückeroberungen, damit die eben nicht so viel Fortschritt bekommen, während wir regenerieren. Und dann sollte das gehen, aber... Gut, Revolte in Bara... Machen wir das so. Die Moral ist zwar im Keller, aber... Wow, das reicht wirklich nicht. Wow. Und unsere Handelshäuser... unsere Kolonien wollen wir besser nicht besteuern. Das ist ja auch die übliche Reaktion. Das läuft überhaupt nicht hier unten. Gut, auf jeden Fall haben wir die hier erstmal blockiert. Und fahren wieder rüber, glaube ich. Oder marschieren rüber. So ein bisschen Fortschritt kann man mal machen. Und nebenbei überlege ich mir, nehmen wir die mit? Ja, wir nehmen die mit. Ich will die Admin-Ideen hier so schnell wie möglich durchbringen. Aber das Schöne ist hier eben, wobei wir müssten einfach mal eine Schlacht gewinnen, sonst haben sie nämlich das Kriegsziel. Ne, sie haben... Ach, 10 Kriegspunkte aus Kämpfen. Es ist nicht mehr ein Prozentsatz, den man gewinnen muss. Stimmt, da wurde was geändert in einem der letzten Patches. Früher war es ja so bei der Mission... Oh, gleich. Koloniale Katastrophe. Eine Katastrophe hat eine unserer Kolonien getroffen. Viele Siedler sind tot und noch weitaus mehr sind nach Hause zurückgekehrt. Das ist eine echte Katastrophe. Wir könnten sogar die Kolonie verlieren. Lasst nichts unversucht, ganz klar.
Aber was ich gerade sagen wollte, früher war es ja so, wenn das Kriegsziel war, Überlegenheit demonstrieren, dann bedeutete das, ich werfe erstmal meine Maus um, dann bedeutete das normalerweise, dass man eben mehr als, ich glaube, dass man 80% der Schlachten gewonnen haben muss. Und zwar jede Schlacht hat da gezählt. Also auch die kleinsten der kleinen, völlig irrelevante Schlachten. Und das wurde geändert. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir werden jetzt wirklich von Rebellen auseinandergenommen. Das ist nicht schön. Machen wir jetzt mal so. Wir müssen auf jeden Fall weiter regenerieren. Aber die kleine Armee zumindest will ich jetzt gleich ausschalten. Was? Das. Na, okay. Ich sollte mich konzentrieren. Ich bin heute echt nicht in Form. Wird die jetzt ernsthaft auch noch gewiped? Ich fühle mich vom Spiel gerade ein bisschen verarscht. Aber gut, ich muss zugeben, es ist mein Fehler. Ich habe einfach dumm gehandelt. Trotzdem nervt mich das gerade ganz schön, ehrlich gesagt. Ich sollte mich einfach besser konzentrieren, wenn ich hier solche Kriege führe. So. Die werden erstmal weiter zurückerobern. Wobei ich hier mehr Land brauche. Ich brauche hier eindeutig mehr Truppen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich mache es jetzt erstmal so. Erstmal langsam. Und in der Zwischenzeit können wir da oben mal Ansprüche fingieren und nehmen einfach irgendeine Provinz. Aber jetzt muss ich mich mal wirklich konzentrieren, weil sonst haben wir ein Problem. Und gar nicht mal so ein kleines. Wir werden einfach hier in dem Bereich stehen bleiben erstmal und jetzt hier gar nichts offensivtechnisch machen. Wir werden uns jetzt voll und ganz erstmal auf Madagaskar konzentrieren. Wenn Madagaskar wieder in unseren Händen ist, dann schauen wir mal. Dann werden wir nämlich die restlichen Truppen auch noch mitbewegen in die Richtung. So, ihr marschiert darüber. Wir müssen halt im Auge behalten, wie die marschieren. Es regt mich jetzt gerade nur auf, dass ich halt wirklich die komplette Armee verloren habe in der Schlacht. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war einfach nur dumm von meiner Seite. Das ist das Problem, wenn man dran gewöhnt ist, aus dem Osmanen-Let's Play, das ja jetzt auch durch ist, dass man jede Schlacht einfach so gewinnt, nach dem Motto, dass man sich überhaupt nicht konzentrieren muss, weil die Gegner eh keine Chance haben. That's the problem. Wie dem auch sei, wir fahren hier erstmal in den Hafen. Zur Reparatur. Eboina ist nun ein Teil unseres Besitzes. Okay. So, die Flotte ist zusammenge... die Flotte, die Armee ist zusammengezogen. Marschieren wir mal hier hin. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Truppen. 1, 2, 3, 4. Und ich brauche den wirklich guten General, oder wirklich guten General, in Anführungszeichen, den brauche ich hier. Haben wir mittlerweile mehr Tradition? Nicht wirklich. Was kostet der General? 20 Einfluss, das ist zu viel. Das können wir nicht machen. Aber ich nehme jetzt auch gerade die Söldner mit, aus dem simplen Grund, dass die Söldner dann an der Front stehen erstmal. So. In Dschungel will ich eigentlich nicht angreifen. Kriegen die nämlich letzten Endes noch einen Vorteil raus. Machen wir erstmal so. Teilen wir uns an der Stelle mal ein bisschen auf und schauen, wie die sich bewegen. Natürlich kommen sie mir entgegengesprungen direkt. Aber es könnte dieses Mal reichen, wenn wir ein bisschen Würfelglück haben. Wir haben nämlich auch. Moment, die waren zuerst da. Ernsthaft jetzt? Oh nein! Und jetzt verlieren wir durch Würfelpech im entscheidenden Moment. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Tapuia will Militärzugang haben. Meinetwegen. Portigala ebenfalls. Das ist mir relativ egal. Das ist, genau, das ist nämlich hier vorne. Stimmt, hier war ich ja auch schon am Kolonisieren. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das kommt halt, das kommt halt durch die langen Pausen. Ich muss mich mal gescheit einarbeiten wieder jedes Mal.
Ich hätte nur hab nur leider relativ wenig Zeit momentan für sowas. Aber okay. Konzentration. Und wenn ich so drüber nachdenke, will ich die beim nächsten Mal schon durchbringen? Eigentlich nicht. Ich will nämlich tatsächlich, wenn ich bedenke, wie dieser Krieg gerade läuft, will ich auf jeden Fall eine militärische Idee nehmen. Oder wahrscheinlich. Und eigentlich hätte ich gerne die administrativen Ideen, die nämlich die Söldner besser machen. In vielerlei Hinsicht. Also, oder vor allem günstiger machen. Die können wir schon mal wählen. Ja, wobei, ich glaube, einmal nehme ich noch diplomatische Ideen und danach wird was Militärisches kommen. Wann gibt es denn die nächste Ideengruppe? Stufe 18. Okay, das dauert noch ewig. Und ich muss erstmal, also zumindest die nächste Tech würde ich gerne so noch nehmen. Und dann schauen wir mal. Wobei, wir ziehen uns mal noch ein Feld zurück. Nicht, dass die uns gleich entgegenspringen, sonst habe ich ein Problem. Und die Dor hat ein hohes Freiheitsstreben, weil wir zu viele Truppen verloren haben. Ich glaube, wir werden an der Stelle mal den Herrscher beschwichtigen. Einfach, um die ein bisschen zu beruhigen, dass die sich nicht unabhängig machen oder ähnliches. Das wäre sehr ungünstig, wenn das passieren würde. Wir haben halt kaum noch Manpower, das ist das Problem. Oder eines der Probleme. Die nächste Kernprovinz haben wir erhalten. Mr. Podigara kriegt von uns Militärzugang und wie danken sie es uns? Sie beleidigen uns. Puh. Nur die Anmerkung, wir haben keine Manpower mehr. Und ernsthaft jetzt... Regionale Adlige fordern Malaysia heraus. Lokale Adlige sind mit den Vorteilen, die sie erhalten, nicht zufrieden. Sie verlangen mehr Rechte und sind willig, diese mit einer Rebellion gegen den Maharaja durchzusetzen. Das wäre die... Moment, Kuching. Ach nee, Kuching ist hier oben. Dann vergessen wir das. Gebt ihnen mehr lokale Autorität. Das wäre für die eine Provinz. Das wäre mehr Loyalität... In dem Fall tatsächlich Gold wert, auch wenn es die Provinz für 20 Jahre schwächt, aber es kommt gerade rechtzeitig. Damit haben wir nämlich genug Loyalität, um zusätzliche Truppen auszuheben und damit Manpower zu generieren. Also in dem Fall tatsächlich sehr lohnenswert. Jetzt können wir die hier etwas weiter regenerieren. Und wir haben eingeborene Assimilierung in Pernambuco. Und hier werde ich tatsächlich jetzt... Ja, wobei... Die beiden ziehe ich mal heim. Die werden ohnehin bald fertig sein. Und schicken wir sie hier runter. Aber die will ich auf keinen Fall unabhängig voneinander marschieren lassen, sonst habe ich ein Problem. Dann wird mir nämlich nur wieder eine Armee gewiped. Aber gut, die ehrlichen Kaufleute von Malaysia. Auch wenn viele Händler dafür bekannt sind, dass sie Landsleute und Ausländer gleichermaßen betrügen, indem sie über die Qualität der Waren lügen und betrügerische Versprechungen machen, so sind die malaysischen Kaufleute dafür bekannt, dass man ihnen trauen kann, wenn sie konkurrenzfähig sind. Auch wenn sie manchmal Vereinbarungen treffen, die für sie von Vorteil sind, jedoch nicht für ihre Partner, so lügen oder nehmen sie Bestechungen nur selten an. Dadurch sind sie weltweit zu Händlern erster Wahl geworden. Warum sollten wir denn auch lügen, wenn wir die besten Angebote haben? Für 10 Jahre mehr Handelseinfluss. Sehr schön. Wo marschieren die hin? Besalampi oder... Nein, Besalampi. Okay. Dann marschiert ihr erstmal weiter dahin. Dann machen wir das so ungefähr. Und dann stellen wir die nämlich auch da unten. Wahrscheinlich. Kriegen gerade die nächste Kernprovinz. Beide kommen am 4. Januar an. Dann warten die einen Tag, damit wir die Flussüberquerung nicht bekommen. Und jetzt wünschen wir Glück. Wir sind dieses Mal endlich in der Überzahl. Wir haben immer noch den schlechteren General. Aber wir müssen jetzt mal was gewinnen, sonst haben wir ein Problem. Würfelt bitte besser. Das kann doch... Das, wir, die Würfel sind echt nicht auf meiner Seite heute. Jetzt komm schon. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Dieses Spiel.
Es will mich heute doch wirklich verarschen. Okay, was wäre, wenn wir aufgeben, die Rebellion? Geht nicht, weil wir nicht im Frieden sind. Na super. Gut, den Krieg mit Ayutthaya können wir eigentlich weitestgehend ignorieren momentan. Das könnte eventuell auch zu einem weißen Frieden, auf einen weißen Frieden hinauslaufen. Clou ist halt jetzt, ich habe das Problem, ich muss meine Truppen zusammenziehen. Ziehen die beiden Armeen mal in einer zusammen und ziehen absolut alles zusammen, was wir zusammenziehen können. Und holen uns noch ein paar Söldner ran. Und ich hoffe, dass es jetzt langsam mal klappt, sonst haben wir wirklich ein Problem. Unser Inquisitor ist gestorben und wir werden auch für den Moment keinen neuen holen. Keinen neuen Berater holen, denn wir sind sowieso schon verdammt knapp bei Kasse. Was wir aber mal wieder machen können, neue Ansprüche hier drüben. Dann sind wir nämlich mit den Mixteken fertig. Und hier können wir uns natürlich noch Ansprüche holen. Machen wir einfach weiter mit Chiapas. Der Clou ist ja, dass wir ja auf alles Ansprüche fingieren können, was recht angenehm ist. Und als nächstes hätte ich dann doch gerne schon mal vorgeplant Portigada und Co. Also die ganzen Sachen hier. Mal gucken, ob wir dazu kommen oder ob die vorher vernichtet sein werden. Aber versuchen kann man es mal, denke ich. Tatsächlich hätte ich hier gerne noch mehr Truppen. Und dann wird es auch recht schnell wieder einen Angriff geben. Allerdings wird es noch, bevor es diesen Angriff gibt, jetzt mal eine Welle von Rückeroberung geben. Ansonsten haben wir nämlich wirklich bald ein Problem. Noch sind wir im Plus. Britisch-Brasilien hätte gerne Militärzugang. Meinetwegen. Nochmal zwei Abspalten, die hier hingehen. Dann ist genau der gesamte Bereich hier unten ist abgedeckt. Ihr marschiert hier hin. Ich hätte gerne noch zwei weitere. Machen wir gleich vier weitere Infanterieregimenter. Das Plus ist ja noch da. Also wir werden es ausgleichen. Ernsthaft jetzt? Die marschieren mir schon wieder. Ich möchte fluchen. Laut. Wisst ihr, manchmal bewegen die sich überhaupt nicht. Und da marschieren sie ewig weit, um mich anzugreifen. Und ich habe manchmal keine Ahnung, wie die Rebellen sich verhalten. Die sind so seltsam teilweise. So, und hier sammeln wir uns jetzt erstmal in Bezileo. Wobei, wir sollten da, glaube ich, nicht mehr Truppen hinziehen erstmal. Sonst könnte es eng werden. Ja, dieser Krieg ist anstrengend. Dieser Krieg ist echt anstrengend gerade. Aber unsere Kolonien werden fertig. In Menade und in Bahia. Sehr schön. Und wir haben dadurch wieder einen freien Kolonisten. In dem Fall können wir unten leider nicht weitermachen. In dem Fall gehen wir nach hier oben. Und eine Kolonie müsste ja noch aktiv sein, genau, nämlich Pernambuco. Ah nein, vergesst, was ich gesagt habe. Der Kolonist ist ja schon daheim. Was allerdings tatsächlich aktiv ist, ist hier. Sind hier die Revolten. Und zumindest die hier würde ich gerne unterdrücken, denn auch wenn es nur 6.000 sind, gerade können wir auch 6.000 so ziemlich das Genick brechen. Darauf habe ich weniger Lust. So. Marschieren wir dahin. Ziehen wir die Armeen zusammen und hoffen wir, dass sie uns entgegenmarschieren. Wir beobachten jetzt genau, wie sie sich bewegen. Und sobald sie sich irgendwie in irgendeiner Form in Bewegung setzen, reagieren wir darauf. Er ist ein defensiver Planer. Okay. Das war was nochmal? Ich weiß es leider gerade nicht. Ich weiß nur, dass er viel zu gut ist für meinen Geschmack. Wir haben wieder genug für die nächsten Admin-Ideen. Tatsächlich werde ich dann trotzdem erstmal die expansionistischen durchziehen. Einfach weil wir dadurch wieder Einnahmen bekommen, mehr Handelseinfluss und weniger Unterhalt für Staaten. Wir sind jetzt. Ja, wir haben deutlich mehr bekommen. Das waren irgendwie 6 Gold mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Die dadurch jetzt reinkommen. Jawohl, wir sind zuerst da. Wir kriegen die Verteidigung in den Hochebenen. Und sie kriegen eine Flussüberquerung. Wir haben den richtigen General.
Wenn wir jetzt verlieren, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt nämlich sämtliche Vorteile auf meiner Seite und natürlich würfeln wir wieder Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gar echt keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Es regt mich so auf. Wir brauchen mehr Truppen. Gut, Pernambuco ist fertig. Ich habe langsam kein Geld mehr. Nichtsdestotrotz werde ich mir mehr Söldner rekrutieren. Ich glaube, ich nehme mal ein, zwei Kavallerieeinheiten. Wir haben halt echt kein Geld mehr gleich. Ah! Das macht mich wahnsinnig. So. Rekrutieren wir weiter. Der Waffenstillstand mit der kleinen Nation da ist jetzt auch wieder vorbei. Okay. Wir sind jetzt in der Überzahl. Versuchen wir es nochmal. Ich wollte eigentlich noch einen Tick abwarten. Ich habe mich nur verklickt. Und Ayutthaya bietet uns den Frieden an und ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Kommt schon, jetzt einmal. Ich fühle mich vom Spiel gerade verarscht. Wisst ihr, jetzt, wo wir in den Dschungel angreifen, wo wir bewusst den Nachteil mitnehmen und einfach nur draufrennen, jetzt klappt's. Ah, danke Spiel, endlich. Okay. Ming ist nicht länger ein gültiger Rivale für uns, weil sie zu mächtig sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, das bedeutet, wir müssen das Handelsembargo auflösen, weil wir sonst einen Malus bekommen. Das machen wir auch gerne sofort. Aber vor allem, was ist denn passiert? Sind sie zerfallen? Nein. Das wäre zu schön gewesen, glaube ich. Wir haben endlich, nach der kompletten Folge, es geschafft, die Rebellen hier zu zerschlagen. Denn Eowyn wird schnell unsere Provinzen zurück. Und wenn das erledigt ist, setzen wir über und greifen Ayutthaya an. Endlich mal. Wow, war das anstrengend. So, gucken wir mal kurz auf die Unruhenkarte. Wir hätten hier noch so ein paar Provinzen, die eventuell einen Aufstand starten können. Und alleine deswegen erhöhe ich die Autonomie. Weil ich bin nicht dazu bereit, gerade irgendwelche Rebellen nochmal niederzuknüppeln. Ja, mittlerweile auch eine hohe Kriegsmüdigkeit. Da würde ich auch mal verringern. So. Pahang und Terengganu. Ach, das sind die. Ja, gut, das sind die hier drüben, die halt ein Aufstandsrisiko haben. Also die, die im Feindgebiet sind, worum sich die Feinde auch kümmern würden, wahrscheinlich. Von daher wären die Aufstände relativ nebensächlich für uns. So, einmal zusammenziehen. Nochmal komplett zusammenziehen. Und das meine ich eigentlich eher so. Okay, das sind interessanterweise tatsächlich genau 20 gerade. Gut, wir warten kurz den Tick ab. Wir setzen alles, was wir haben, über nach Siak. Oder in die Nähe von Siak. Und dann legen wir los. Hätte ihr gedacht, dass ich echt eine ganze Folge dafür brauche? Das kann nicht wahr sein. Und nein, ihr kriegt keinen Frieden von mir, jetzt wo ich endlich bereit bin, mich gegen euch zu wenden. Wachstum des Hafens von Kap. Das Wachstum unserer Kolonie in Kap war schon immer eng mit dem Naturhafen in der Region verknüpft und im Laufe der Zeit diente die Provinz als eine Art lokaler Handelsknotenpunkt. Wie die Siedlungen, so wuchs auch die Bedeutung ihres Hafens. Die Siedlung dient mittlerweile als Zwischenlager für die gesamte Region und sowohl ausländische als auch lokale Händler suchen die Siedlung auf, um ihre Geschäfte zu tätigen. Kap wird zum wichtigen Handelszentrum. Sehr schön. Natürlich kommen auch beide Revolten jetzt gleichzeitig. Das ist auch genial. Ich glaube, die nächste Tech werden wir doch erstmal ignorieren, denn neue Ideen sind gerade erstmal wichtiger. Widmen wir uns der Quantität. Mehr Manpower. Und wir kriegen mehr produzierte Inhaltsgüter durch die halbjährliche Ernte. Unsere fruchtbaren Lande und die fortschrittlichen Bewässerungsmethoden ermöglichen uns zwei Ernten im Jahr, statt nur der üblichen einen Ernte. Hierdurch wird der Ertrag unseres Reiches erhöht. Sehr schön. Die Armeen sind auch da, oder die erste Armee besser gesagt. Die Verstärkung holen wir uns gleich.
Und das wird jetzt ein Spaß. Jetzt gucken wir mal. Die Rebellen haben was gesichert. Aber Ayutthaya marschiert nicht los. Das ist interessant. Doch, jetzt marschieren sie los. Sie knüppeln unsere Rebellen nieder. Die Rebellen knüppeln sich gegenseitig nieder. Idioten. Wartet doch lieber auf Ayutthaya. Das ist viel angenehmer. Das ist viel besser für mich, als wenn ihr euch gegenseitig verprügelt. Ich denke mal, genau das werden wir gleich machen. Erstmal werden Eingeborene in Espiritio Santo assimiliert. Und wir holen jetzt noch die Flotte da, die Flotte hier rüber mit der Armee. Dann werde ich gleich einen Cut setzen. Oh fuck. Nein. Also den Zoll werden wir nicht besteuern, aber das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh. Britischer Kolonialkrieg gegen Malaysia. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was wollen sie denn? Weißt du, die wollen nicht mal Provinzen von uns haben. Wenn wir ihnen den Tribut anbieten. Egal, ich gucke mir das off-camera an. Wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem gerade. Wir haben nämlich knappe 60.000 Mann gegen uns. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wünscht mir Glück. Bis dahin, haut rein.